Die HiFOR ist eine Testtechnologieplattform, in der wir einen Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb mit einem elektrischen Motor koppeln und damit im Grunde sehr effizient, emissionsfrei und sehr leise fliegen können. Die eine Hauptherausforderung ist im Grunde, wie gelingt es uns, aus vorhandener Technologie im Automotive, im terrestrischen Einsatz, Komponenten zu übertragen unter Luftfahrtbedingungen und unter Luftfahrtregularien in Antriebssysteme, die später qualifiziert werden können. Die zweite Herausforderung, die vor uns steht, ist die Hochskalierung dieser Komponenten von dem Bereich 100 kW in den Bereich Megawatt, Multimegawatt. Und in dieser Transitionsphase stehen wir gerade. 2025 werden wir dann das erste Mehr-Megawatt-Antriebssystem in einer DO 328 dann einbringen und 2026 dann zum ersten Mal fliegen. Was wir merken, ist, dass das Interesse der Luftfahrtbehörden sehr groß ist für die neue Technologie. Also wir merken, dass in der Tat nicht nur aus zulassungstechnischer Sicht, sondern tatsächlich aus technologischer Sicht das Interesse sehr, sehr groß ist. Das heißt, wir sind auch da, was die Zulassungskriterien und die Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden anbetrifft, in einer Transitionsphase, in der jeder merkt, da kommt etwas Neues auf uns zu. Die Transportleistung, die notwendig ist, um tatsächlich kommerzielle Luftfahrt zu realisieren, die wird nicht mit den Viersitzern realisiert, sondern für diese Transportleistung brauchen wir größere Flugzeuge. Die Einstiegsklasse wäre ein emissionsfreies 40-sitziges Flugzeug, wie zum Beispiel die Dornier 328. Und damit könnten wir die erste Generation einläuten, die tatsächlich im Alltag Transportleistung realisiert. Mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und elektrischen Antrieben.